Heute soll es ums Thema Anspannung gehen. Jeder von uns oder viele von uns kennen die Problematik, dass man körperlich sich angespannt fühlt. Und dass dadurch natürlich auch geistig eine gewisse Blockadehaltung existiert, die einem im Leben irgendwie nicht zuträglich ist. Man fühlt sich nicht im Fluss des Lebens. Aber ich möchte heute euch ein paar Anregungen geben, darüber nachzudenken und ja, vielleicht das eine oder andere rauszuprobieren. Zum einen hilft es eigentlich sehr gut, wenn man sich mal die Angespanntheit auf einer rein körperlichen Ebene physiologisch tatsächlich anschaut. Nehmen wir zum Beispiel die Tatsache, dass wir unseren Rücken anspannen, um gerade zu sitzen, und dann tief einatmen. Schön tief einatmen. Und dann merken wir, wo unsere Bauchdecke einmal nach vorne und einmal nach hinten geht, beim Ein- und beim Ausatmen. Das heißt, unsere Bauchdecke ist entspannt. Weil sonst könnten wir nicht diese tiefe Ein- und Ausatmung durchführen und die Bauchdecke würde sich entsprechend nicht bewegen. Das heißt, die Angespanntheit des Rückens führt zur Entspannung des Bauches. Das heißt, wenn wir sagen, wir sind angespannt, dann fokussieren wir auf diese Anspannung, auf einem bestimmten Bereich des Körpers. Aber in anderen Bereichen sind wir entspannt. Wenn wir aber dann sagen, wir sind verspannt, beziehen wir die Anspannung, die in einem Bereich existiert, beziehen wir auf alles. Und dann halt sind wir bei meinem Lieblingsthema neuronale Netze. Wir beeinflussen uns selber, wir schaffen uns unsere Realität. Und die Realität hat aber nichts mit der Realität zu tun. Wir sind nicht angespannt, sondern es gibt Bereiche in unserem Körper, die angespannt sind. Aber es gibt genauso Bereiche, die entspannt sind. Und wir komplett sind eine Mischung quasi aus Angespanntheit und Entspanntheit. Und je nachdem, worauf wir den Fokus legen, je nachdem fühlen wir uns dann auch. Denn der Körper und der Geist, die sind eng miteinander verbunden. Und entsprechend ist eine Möglichkeit, euch besser zu fühlen und durch den Geist wiederum Rückkopplung zu geben an den Körper, euch darauf zu fokussieren, wo ihr körperlich entspannt seid. Und dann sagt, okay, ich fühle mich entspannt, ich bin entspannt. Und dann entspannt sich auch die ein oder andere Verspannung in eurem Körper. Was auch hilft, wenn ihr das über diese Brücke sozusagen nicht bewerkstelligen könnt, ist eine komplette Defokussierung. Das bedeutet, dass ihr gar nicht schaut, wo seid ihr entspannt, wo seid ihr verspannt, sondern dass ihr einfach versucht gar nicht zu fokussieren auf euren Körper, zu schauen, oh, dort tut's weh, dort bin ich verspannt und so weiter, sondern indem ihr einfach seid. Ihr seid einfach da. Euer Körper ist einfach da. Ist einfach da. Komplette Defokussierung. Alles auf dieser Welt, wir reden hier von 99,99999%, wenn man den Physiker Glauben schenken darf, ist Energie. Energie muss im Fluss sein. Anders geht es nicht, sonst ist keine Energie. Energie ist im Fluss. Wenn wir versuchen, irgendwas aufrecht zu erhalten, die fixen Gedanken, ich bin angespannt, ist ein Fixum, ich bin angespannt. Ich kann angespannten Bauch haben und in der nächsten Sekunde kann ich wieder entspannt sein. Wenn ich sage, ich bin angespannt und das noch, wie vor uns schon ausgeführt, auf den ganzen Körper bezieht, dann versucht man so ein Fixum zu schaffen. Das kann nicht der Realität entsprechen. Wenn alles aus Energie besteht, wie können wir dann sagen, ich bin angespannt? Das Denken versucht sozusagen Orientierung zu schaffen. Das Gehirn versucht Orientierung zu schaffen für unser Denken wiederum. Und entsprechend ja,
ist das einfach so eine Vereinfachung, damit wir das mit unserem, mit unserer Bewusstheit, also nicht unserem Bewusstsein, mit unserem Fühlen und Denken, mit unserem Fühlen, sondern mit unserer Bewusstheit, unserem Denken, wir können uns über etwas bewusst sein, dass wir unsere Bewusstheit sozusagen eine Orientierung geben mit diesem versuchten Fixum. Aber alles auf der Welt ist, alles ist Energie. Und Besonderes natürlich Lebendiges. Also offensichtlich Lebendiges. Offensichtlich Lebendiges, was wir in unserer Bewusstheit als lebendig wahrnehmen. Wie zum Beispiel uns selber. Solange wir uns leben, können wir uns eigentlich alle sehr gut als Energie wahrnehmen. Wir können das sogar klassifizieren als Reibungsenergie, Bewegungsenergie. Und von daher fällt es uns eigentlich ganz leicht zu sehen, dass wir Energie sind. Wenn wir als lebendiges Wesen aber Energie sind, warum sollten wir versuchen, das in irgendeiner Weise zu fixieren? Auf den Zustand zu sagen, ich bin. Ja? Sondern Energie muss fließen. Und mit diesem Mindset, dass Energie fließen muss, und das heißt, da Geist und Körper unseren Körper ausmachen, zumindest in einem Weltbild von der Bewusstheit geprägt, ist es wichtig oder ist es natürlich, katalysiert es dann auch die Entspannung, wenn wir geistig dieses Mindset haben, okay, alles muss fließen, der Geist muss fließen. Und es ist vollkommen in Ordnung, wenn Muskeln mal angespannt sind. Das ist vollkommen in Ordnung. Das ist die Folge von anderen Energien, die irgendwie geflossen sind, die dazu geführt haben, dass die Muskeln angespannt sind. Das ist gut. Es ist gut, dass wir angespannt sind. Es gehört zur Energie des Universums, dass wir angespannt sind. Das ist nichts Negatives. Das Fixieren darauf, dass wir angespannt sind, das ist etwas, in unserer Bewusstheit als negativ wahrgenommen ist. Natürlich ist das auch nicht negativ, wenn wir vom universellen Kontext sprechen, aber im Kontext dessen, was wir wahrnehmen, was wir hier auch über YouTube quasi, ja, wo wir über uns austauschen, ist halt eine gewisse Ebene, die doch eher am Denken liegt, die wir zwar adaptieren können auf unser Bewusstsein, aber was erstmal Inspiration für das Denken sind, da ich auch Worte nutze, dass das schon erstmal wichtig. Versucht einmal, das vielleicht noch als abschließender Tipp, eher in die Rolle des Beobachters zu gehen. Wenn ihr angespannt seid, wenn ihr verspannt seid, versucht in die Rolle des Beobachters zu gehen. Fixiert nicht, sondern schaut, was passiert, wie eure Energien fließen. Wenn ihr irgendwo angespannt seid, dann versucht so viel wie möglich wahrzunehmen, nicht auf diesen einen Punkt zu fixieren, zu fokussieren, sondern ihr beobachtet einfach diese Anspannung im Energiefeld dessen, was ihr wahrnehmen könnt. Das ist bei euch der Körper. Schaut euch euren Körper dann an. Beobachtet den Körper. Wertet nicht, denkt nicht. Geht in die Rolle des Beobachters, defokussiert von allem und schaut halt. Interessant. Aha. Mit diesem Mindset, glaubt mir, meine persönliche Erfahrung, entspannt ihr euren Geist. Euer Geist ist entspannt. Und was passiert, wenn euer Geist entspannt ist? Euer Körper entspannt. Es ist so einfach. Es ist so einfach, Anspannung, Verspannung zu lösen, wenn man sich von den Gedanken löst, dass dies eine Anspannung und Verspannung ist, unter der man leidet. Immer wieder generalisiert auf den gesamten Körper. Wo das einfach nur eine punktuelle Situation ist im Körper, die durch Energien hervorgerufen wird, was selber seinerseits auch wieder bloß eine energetische Reaktion, eine Folgeerscheinung ist. Ich weiß, der ein oder andere wird jetzt auch bei diesem Video so in den inneren Widerstand gehen und sagen, nein, medizinisch steht das eine Anspannung, das kann man ja rausmassieren und so weiter. Ja, das wird kommen, das wird in einigen von euch der Fall sein, dass dieser innere Widerstand kommt. Aber versucht einfach mal diesen inneren Widerstand zu beobachten. Beobachtet das.
ist euer Denker. Der geht in diesen Widerstand. Er hat gewisse, ausgehend aus seiner Erfahrung, aus dem, was er gelernt hat, gewisse Strukturen entwickelt. Ja? Und wenn da jemand sitzt, mit einem Räucherstäbchen, mit dem Oberkörper frei, der was von Entspannung erzählt, dann ist das ein gewisses Muster, ein gewisser Kasten, in der dieser Mensch dann gesteckt wird. Und versucht das zu beobachten, wie euer Gehirn das gemacht hat. Wenn ihr den inneren Widerstand spürt gegen diese Worte. Beobachtung. Beobachtung ohne zu werten. Nur beobachten. So ist es also. Nicht gut, nicht schlecht. Ich wünsche euch viel, viel Erfolg dabei, euch zu beobachten, ob das nun mit Fokussierung auf Entspannung ist, wie einleitend gesagt, und dadurch ja, zu erkennen, dass Verspannung auch immer mit Entspannung einhergeht, dass ja, viele versuchen dann den Dualismus dann hinein zu interpretieren, aber letztlich ist das alles nur ein energetischer Kreislauf, um das sozusagen zu erkennen, rein vom Denker. Oder dass er tatsächlich den Schritt geht hin zur Defokussierung, hin zum Beobachter, durch eine geistige, entspannte Haltung dadurch auch euren Körper entspannen könnt. Ich bin gespannt darauf, was ihr in den Kommentaren schreibt, ob ihr da auch schon Erfahrungen gemacht habt. Vielleicht wie das Video auf euch gewirkt hat, was es in euch ausgelöst hat, weil ihr müsst euch vorstellen, ich sitze hier in meinem kleinen Zimmer, rede mit einer Linse und weiß gar nicht, ja, was das in euch ausgelöst hat. Und ich liebe Menschen und ich gehe gerne mit Menschen in Kommunikation. Und so schön das ist im Offline-Bereich und so intensiv, so schwer ist das im Online-Bereich, da das Feedback zu erhalten. Deswegen bin ich immer dankbar für eure Kommentare und wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Alles Liebe.